Herzlich willkommen. Das ist MLab 14, unser Online-Kurs Kinderzimmer Productions, eine Expedition in digitale Kinder- und Jugendwelten. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir starten hier und jetzt den Versuch erneut, nämlich medienpädagogische Themen im Open Learning Format zu bearbeiten. Die Forscherin Mimi Ito stellt immer so heraus, dass Kinder und Jugendliche drei Sachen online machen, nämlich einmal Hanging Around, Messing Around und Geeking Around. Und ich glaube, genau das wollen wir letztlich mit dem Kurs etwas dem nachspüren. Was machen Kinder und Jugendliche im Netz? Woran bauen sie? Was basteln sie? Woran tüfteln sie? Und wenn wir es richtig überflogen haben, ist auch diesmal wieder eine sehr breit gemischte Gruppe zusammengekommen. Aus Medienpädagogen, aus der schulischen, außerschulischen Medienarbeit, IT-Entwickler, Lehrer, Eltern. Wir haben uns überlegt, wir wollen einen Kurs als Expedition gestalten. Und wir wollen möglichst viel selbst machen in diesem Kurs. Die Frage zusammen denken, zusammen diskutieren und zusammen machen, wie wir Kinder vielleicht dabei unterstützen können, selbst im Netz und damit auf der Welt aktiv zu werden. Wir haben ein knackiges Programm. Wir werden uns gegenseitig vorstellen und werden gucken, was für Arbeitsgruppen können wir für die Expedition bilden. Anschließend treffen wir uns wieder im Basislager für eine Woche, 9. bis 14.03. und werden die Ergebnisse aufbereiten, die wir von unserer Expedition mitbringen und daraus eine kleine Ausstellung machen. Das ist das Ergebnis unseres Kurses. Wir wollen eine Galerie einrichten. So maybe we just start and you tell us a bit about LA Makerspace and what it actually is and how you come to the idea of the LA Makerspace. Yeah, absolutely. The LA Makerspace is a nonprofit, member-driven community space open to all ages. Ja, hallo. Wir wollten euch heute das sagen, wie wir den Oberbürgermeister explodieren und die Monster tanzen ließen. Herzlich willkommen zu unserer Vernissage. Wir haben drei Wochen Online-Kurs hinter uns und wollen heute Abend nicht nur den Kursabschluss feiern, sondern auch die Galerie eröffnen, die in diesem Kurs erstellt wurde. Okay, wo wollen wir hin? Zu mir nach Hause. Das ist alles dein Zuhause oder ist das nur das Dorf? Also hier drin ist mein Zuhause. Ah, hast du dir das gebaut? Ja. Erwarten mich und meine Arbeitsgruppe, ich glaube, 4 Grundschulklassen. Wir sind alle schon sehr gespannt, was die Kids mit Makey Makey und unseren vorbereiteten Stationen anstellen werden. Zu viel.